Also, zum Thema Aero ist es ja wichtig, dass wir alle Messwerte irgendwie auch angezeigt bekommen, wenn wir Sport machen. Deswegen habe ich mir einen neuen Garmin-Wecker geholt und den packen wir jetzt mal aus. Der funktioniert nämlich mit meinem Wattmesssystem und so weiter. Das ist ja schon mal schick hier. So. Also, das ist die Uhr. Boah, total krass eingepackt. So viel Plastik. So, so sieht er aus, der Garmin-Wecker. Der Forerunner 735 XT. Alles klar. Dann haben wir hier noch einen Brustgurt. Damit kann man die Herzfrequenz messen beim Sport, beim Laufen. Das Ding ist nicht wasserdicht, da gibt es noch ein extra Teil. Hiermit kann ich wahrscheinlich an meinem Kann ich meinen Wecker aufladen? Das Ladekabel. Und das ist nochmal ein extra Ding für den Brustgurt, ein Ersatzteil. Und hier sind die ganzen. Ach du meine Güte. Das ist ja viel zu lesen. Das sind die ganzen Manuals. Ah, Schnellstartanleitung. Das brauchen wir. Snell Start Kids, das ist bestimmt lustig zu lesen. Aha. Ah, alles da. Also, wenn ich ein bisschen größeren Oberkörper bekomme, kann ich dieses Ersatzband noch dran machen und dann wird es größer, falls ich beim Schwimmen ein breites Kreuz kriege. Alles klar. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.